Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns verschiedene blaue Items an, die zum Teil einen enormen Wert haben können. Wenn ihr solche Items findet, also bloß nicht wegschmeißen oder an die Händler verkaufen, mit etwas Geduld findet ihr Leute, die euch einiges dafür bieten werden. Perfekte Rolls können im Extremfall mehrere High Runes wert sein. Für alle, die es noch nicht wissen, blaue Items erhalten ihre Eigenschaften durch ein Präfix oder durch ein Suffix oder gar durch beides. Prä- und Suffixe sind durch die Namen der Items bestimmt, das Präfix steht davor und das Suffix dahinter. Wenn wir uns zum Beispiel diesen kleinen Zauber hier anschauen, das Präfix schimmernd gibt plus zu allen Resistenzen maximal 5 und das Suffix der Vita gibt bis zu 20 zu Leben. Klassenspezifische Items können außerdem bis zu 3 Skill-Automods drauf haben, die jeweils bis zu 3 Skillpunkte auf bestimmte Fertigkeiten geben. Fangen wir mit den Kopfbedeckungen an. Hier haben wir zum Beispiel Druidenhelme, die insgesamt plus 5 oder gar 6 zu Tornado oder anderen gespielten Skills geben. Zusätzlich zur Automod, der dem Skill selbst plus 3 gibt, haben wir hier dann noch ein Präfix, zum Beispiel Geanisch für plus 3 zu Elementarfertigkeiten oder Hierophantisch für plus 2 zu allen Druiden-Skills. Das gleiche Schema haben wir auch bei den Barbarenhelmen, hier zum Beispiel mit dem Kriegsschrei Kampfbefehle. Außerdem gibt es noch Reife und Krönchen, die plus 2 zu Klassenskills geben können und dazu eine weitere sehr gute Eigenschaft, wie zum Beispiel schnellere Zauberrate. Andernfalls gibt es auch noch das Präfix Prunkvoll, welches dem Gegenstand Sockel gibt. Auf diademartigem Kopfschmuck kann auch zusätzlich das Suffix der Geschwindigkeit vorkommen, was sehr beliebt ist. Zusätzliche Lebenspunkte können aber auch nützlich sein, hier ist 100 das Maximum. Diese gesockelten Reife sind vor allem für Bogenamazonen interessant. Auf Rüstungen kann ebenfalls das Präfix für Sockelfassungen rollen, hier sind dann Lebenspunkte oder 24% schnellere Erholung nach Treffern sehr brauchbar. Auch auf blauen Monarchen können vier Sockel vorkommen, besonders gut ist hier dann das Suffix der Abweisung, welches die Blockeigenschaften stark verbessert. Dieser Schild ist auch als J-Mod bekannt, die Kurzform für die englische Bezeichnung. Bei den Waffen haben wir Exemplare, die vor allem alten PvP-Spielern ein Begriff sein werden. Das Präfix der Grausamkeit gibt bis zu 300% erhöhten Schaden, das Suffix der Ausweitung bis zu 63 Max Damage. Wird ein solcher Roll per Würfelrezept erzeugt, so kommen auch noch ein bis zwei Sockelfassungen hinzu. Als Suffix ist auch der Schnelligkeit extrem gut. Bei den klassenspezifischen Waffen haben wir wieder dasselbe Phänomen wie bei den Helmen. Hier können gespielte Main Skills extrem gepusht werden. Bei den Nekrostäben haben wir hier ein Beispielexemplar für einen Skelettbeschwörer und eine Assassinenklaue für eine Trap-Asser. Für Zauberinnen und Paladine gibt es auch derartige Waffen. Bei den Juwelen haben wir vor allem drei wichtige Kategorien: Schaden, Resistenzen und Angriffsgeschwindigkeit. Besonders gut und damit auch besonders wertvoll ist natürlich eine Kombination aus zwei der Attribute. Erhöhter Schaden beträgt maximal 40%, IAS dagegen immer 15%. Das Präfix für alle Widerstände gibt maximal plus 15, das für einen einzelnen plus 30. Andere nützliche Eigenschaften können zum Beispiel weiterer Schaden, Leben, Magic Find oder gesenkte Anforderungen sein. Bei den Riesenzaubern haben wir natürlich die beliebten Skiller, die sind besonders viel wert, wenn zusätzlich noch Lebenspunkte drauf sind, maximal 45. Die meistgespielten Skiller werden natürlich auch am höchsten gehandelt. Bei den kleinen Zaubern haben wir auch wieder verschiedene Kategorien von Prä- und Suffixen, die im besten Fall in Kombination auftauchen. Leben, Widerstände, schnellere Erholung nach Treffern, einzelne Widerstände und Magic Find. Die gezeigten Exemplare haben jeweils die Maximalwerte. Andere nützliche Attribute sind Plus zu Max Damage, Mana oder auch Bewegungsgeschwindigkeit. Letzteres wurde übrigens mit Patch Version 1.10 etwas abgeschwächt. Während man heutzutage nur noch Exemplare mit plus 3% bekommen kann, waren in Version 1.09 noch 5% der Standard. Außerdem gibt es noch die Giftzauber, hier kann sowohl das Prä- als auch das Suffix Giftschaden erzeugen. In Kombination kann der Giftschaden so extrem hoch werden, wie man sehen kann. Das waren die wichtigsten wertvollen blauen Items, wenn ich etwas Wichtiges vergessen haben sollte, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch einen guten Loot. Und habt auch ein Auge darauf, was so an blauen Items droppt. Vielleicht ist das Glück ja mit euch. Ich sage auf Wiedersehen, macht es gut und bis bald.